Und damit geht es hier weiter. Deutschland mit der Führung zu Beginn des zweiten Durchgangs. Timo, da kommt der Pass. Thomas Müller. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Jetzt vielleicht die Flanke. Kimmich. Boateng. Tah. Sané. Jetzt ist er durch. Das muss es sein. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Ist nicht sein Spiel bislang. Er kann nicht zufrieden sein. Wirkliche Gefahr strahlt er heute nicht aus. Da haben wir deutlich bessere Auftritte gesehen. Groß. Und da kann er erneut klären. Groß. Der Ball geht auf Müller. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Da verlieren sie den Ball. Boateng jetzt. Gnabry. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Azpilicueta am Ball. Thiago. Saul. Williams. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Goretzka. Tah. Gnabry. Gut den Ball verteidigt. Bernat. Thiago jetzt. Das könnte was werden. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Jetzt Thiago Alcantara. Gute Chance. Den hat er gut erwischt, aber der geht knapp daneben. Boateng. Schweinsteiger. Heute hat man Bastian Schweinsteiger ja vor allem als Strategen im Mittelfeld im Hinterkopf. Aber viele Jahre war er ja auf der Außenbahn zu Hause beschäftigt. Ja, vornehmlich rechts, hin und wieder auf der linken Seite, bis Louis van Gaal zu den Bayern kam und den DFB-Kapitän ins Zentrum beorderte. Rodrigo. Rodrigo am Ball. Saul. Sehr guter Einsatz. Schweinsteiger. Viel mit Auge. Werner. De Gea hält weiter gefährlich. Marco Asensio. Busquets. Bernat. Asensio. Nein. Wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball.
Den muss er zum Torwart zurückspielen. Schweinsteiger. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Kimmich. Nun Groß. Super Pass von Groß. Serge Gnabry. Das macht er gut. Parade der Herr, aber noch gefährlich. Klasse gehalten, Wolf. Was für eine Glanzparade. Also das war nicht einfach. Verteidigt er den Ballbesitz. Nacho Fernandes. Saul. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Macht das da gut. Jetzt vielleicht die Flanke. Wichtig, dass er da klärt. Klasse dazwischen gegangen. Den Pass hat er förmlich geahnt. Saul. Busquets. Bernat. Saul. Ja, das könnte was werden hier. Schaffen Sie den Anschlusstreffer. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Groß. Groß verliert den Ball. Asensio. Pass von Caichon. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Rücker. Ecke in die Mitte. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Jetzt der Ballverlust. Jetzt ist Platz für den Konter. Er spielt den Steilpass. Die Chance! Hätte gefährlich werden können. Gut, dass Sie da klären. Bernat. Den Ball will er nicht hergeben. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Marco Asensio. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Gnabry. Bastian Schweinsteiger. Goretzka. Sané. Jetzt die Flanke. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Ball draußen, gibt Abstoß. Müller wird ausgewechselt. Der hat ja hier dieses enorm wichtige Tor gemacht. Ein klasse Spiel. Bernat. Saul. Sie suchen Asensio. Asensio. Saul. Zurück jetzt auf Saul. Da ist die Flanke. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Was macht er draus? Weg ist der Ball. Saul. Und jetzt Thiago. Ist das der Anschlusstreffer? Parade Neuer, immer noch gefährlich. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt.
Tah. Und Khedira. Goretzka. Da verlieren sie den Ball. Gute Aktion. Angriff Spanien. Jetzt eine gute Flanke. Gute Aktion, da ist die Flanke. Ja, gute Gelegenheit vielleicht, aber sie stehen ihm auf den Füßen. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Macht er gut. Jetzt wird's gefährlich. Schönes Zuspiel hier. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Das frühe Stören jetzt. Werner. Max Kruse am Ball. Werner. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Fehlpass Thiago. Wird wohl gleich einen Wechsel bei Spanien geben. Boateng. Goretzka. Max Kruse. Jetzt Gündoğan. Khedira. Gündoğan. Gnabry. Gündoğan. Max Kruse am Ball. Kimmich. Gündoğan jetzt am Ball. Und Rodrigo. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. So, alle können sich wieder beruhigen. Die unmittelbare Gefahr ist jetzt erstmal beendet. Abwehr ist wieder da. Konterchance vertan. Super dazwischen gegangen. Einwurf Spanien. Es gibt einen Spielerwechsel bei Spanien, Buschi. Ein neuer Mann kommt rein. Ja, Thiago Alcántara geht raus. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Marco Asensio. Saúl. Canales. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Und jetzt also Freistoß für die Spanier. Ich weiß nicht, ob er das direkt versuchen wird. Die Distanz ist enorm bei diesem Freistoß. Ich dachte, er legt den Ball auf, aber dann schießt er selbst. Gute Variante, aber der Torhüter hier noch besser. Und jetzt Gündoğan. Kimmich. Serge Gnabry. Jetzt die Flanke. Parade de Gea, aber noch gefährlich. Erstmal geklärt. Und nun Khedira. Gündoğan. Die Chance für Kruse. Tor für Deutschland. Komfortable Führung für Deutschland. Wirklich ein überzeugender Auftritt. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, Wolf, das Ding seriös zu Ende zu spielen. Am Sieg selbst gibt es hier keine Zweifel mehr. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Das sieht man auch selten. Gleich drei Wechsel auf einmal. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Und Busquets.
Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Und Busquets. Bernat. Melendo. Busquets jetzt. Super Tackling. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Sané. Chance zum schnellen Konter. Schöner Pass. Havel. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Das ist die Möglichkeit. De Gea. Super reagiert. Den Ball hält er gut. Khedira. Boateng am Ball. Ginter. Boateng. Goretzka. Boateng jetzt. Und Gündogan. Das Zusammenspiel läuft richtig gut bei ihnen. Pass um Pass kommt da an. Die Spieler bieten sich an, gehen in die Räume. Das ist gut. Götze. Khedira. Kai Havertz. Ginter. Und jetzt Khedira. Goretzka. Und hier deutet sich ein Wechsel bei Spanien an. Jetzt der Ballverlust. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Und Jerome Boateng aufmerksam, gut geklärt. Sané. Götze am Ball. Jetzt Boateng. Ginter. Kimmich. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Es gibt einen Spielerwechsel bei Spanien, Buschi. Ein neuer Mann kommt rein. Genau, Juan Bernat geht raus. Er geht in den Strafraum. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird's eng. Sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen. Und Gündogan. Götze am Ball. Khedira. Kimmich. Kai Havertz. Kimmich. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Kai Havertz. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Oh, er trifft die Latte. Da können sie erstmal klären. Sie gehen hier dazwischen, holen sich den Ball. Schöne Aktion. Sie versuchen es. De Gea hält weiter gefährlich. Die deutsche Mannschaft mit dem Einwurf. Boateng jetzt. Khedira. Goretzka. Jetzt Khedira. Gündogan. Götze. Gündogan. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Kimmich. Ginter. Rückpass jetzt in Richtung Keeper. Sie liefern heute, man muss es deutlich sagen, eine schlechte Leistung in diesem Heimspiel ab. Man merkt das auch, von den Tribünen kommt nichts mehr. Ja, das ist eine ganz neue Situation für die Fans hier, Wolf. Die werden normalerweise verwöhnt. Und es scheint mir so, als wüssten sie überhaupt nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Das Spiel ist bald vorbei und wenn man ehrlich ist, war es eine einseitige Nummer. Hier dürfte eigentlich nichts mehr passieren.
Kimmich. Nee, den kriegt der Keeper. Sergio Canales. Marc Bartra. Oyarzabal. Klasse Einsatz. Azpilicueta. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Ginter. Er holt sich vorne den Ball. Busquets, was für ein Pass. Asensio. Ballverlust. Wird's jetzt gefährlich. Kommt jetzt die Flanke rein. Klasse Pass. Oyarzabal. Fahndes Assistent geht hoch. Abseits. Uiuiui, das war hauchdünn. Na, ja, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Sané, Goretzka. Boateng jetzt. Goretzka. Khedira. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Nacho Fernandes, Saul. Marco Asensio, Sergio Canales. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Melendo. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Oyarzabal. Ja, Sie können erstmal klären. Schöner Einsatz, wichtig, dass Sie da klären. Canales. Schön geklärt von Boateng. Sané. Da haben Sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Da kommt der Pass. Um ein Haar wäre da an den Ball gekommen, aber der Keeper ist da. Das war eine ganz enge Szene. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Mario Götze. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Sergio Canales. Rodrigo. Oyarzabal. Rodrigo, jetzt vielleicht. Sie machen das Tor. Also am Ausgang dieses Spiels wird dieser Treffer wohl nicht mehr viel ändern. Am Ausgang des Spiels ändert dieser Treffer nicht mehr wirklich was, aber zumindest ist das Ergebnis so etwas erträglich. Jetzt sehen wir hier die Wiederholung vom Tor inklusive Torlinientechnik. Und die können wir bei dem Treffer wirklich gebrauchen. Und alles regulär, der Ball war hinter der Linie. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Jetzt machen sie hier das Tor, aber ich glaube nicht dran, dass da noch viel geht. Man sollte eine Mannschaft nie abschreiben, aber es wird schwer. Dafür haben sie einfach bislang zu wenig zusammengebracht. Goretzka. Jetzt der Vorstoß. Da kommt die Hereingabe. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Der Schlusspfiff, das war's. Die Niederlage ist ja schon schlimm, aber dann auch noch gegen diesen Gegner. Ja, gegen den großen Rivalen. Daran wird die Mannschaft und daran werden vor allem auch die Fans lange zu knabbern haben.